So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Monster Hunter World. Lang ist es her. Endlich ist Iceborne heraus. Ich habe es jetzt auch endlich. Und ja, es hat sich viel geändert. Neue Monster sind hinzugekommen und eine ganze Menge. Ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht alles per Hand abzählen. Aber auf jeden Fall starten wir mal das Game und mein kleiner Bruder wird dann später auch dazu kommen. Und ja. Gucken wir mal. Oi. Update-Inhaltsverzeichnis. Neues Werkzeug, die Klammerklaue. Ja, das hat man eh schon in mehreren Videos gesehen. Bei der Beta konnte man es gleich auch austesten. Ja, auf jeden Fall, es gibt jetzt so also ein Gadget halt, wo man sich ans Monster ranziehen kann, das Monster betäuben kann gleich oder und halt gegen die Wand schlagen kann oder so, dass das Monster hinfällt. Ja, ich lese mal vor. L2 plus Kreis, Klammerklaue. Dreieck, um Video abzuspielen, das mache ich gleich. Hake dich an Monster fest und benutze Waffenangriffe, um ihre Haut zu schwächen. Oder feuer all deine Schleudermunition gleichzeitig ab, um sie ins Wanken zu bringen. Zusätzlich zur Klammerklaue gibt es auch neue Waffenaktionen. Schau dir die Waffensteuerung in deiner Jägernotizen an und probiere sie im neuen Trainingsbereich aus. Alles klar, dann gucken wir sich mal das Video an. Alles klar. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Man kann da so halt das Monster irgendwie schlagen, dann die ganze Munition reinjagen und dann läuft es gegen die Wand und fällt um. Funktioniert allerdings aber auch, wenn man zwei Monster gegeneinander laufen lässt. Da fallen beide um. Macht gut Damage. Ich glaube, ich habe nicht mehr schon ein paar Videos angeschaut, weil ich wollte eigentlich die ganze Monster da bringen. Konnte es aber nicht, weil ich dann krank war und etc. Und ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Videos mittlerweile angeguckt und da habe ich das zum Beispiel gesehen, dass es ziemlich gut Schaden macht. Das ist meistens so unterschiedlich vom 500er Bereich bis 1000er Bereich sogar. Und dann liegt das Monster halt am Boden, also betäubt am Boden, kann man nicht sagen. Es liegt halt am Boden und dann kann man halt noch auf den Kopf einprügeln oder halt auf die Schwachstelle vom Monster macht dann auch noch ziemlich guten Schaden. Also mit so einem Knockout könnte man vielleicht so um die 2000 Schaden zusammenbekommen. Also das ist ziemlich praktisch. So, Monster Hunter Iceborne Version 10.0. Ui. Ja, ich werde das jetzt noch runterscrollen, nicht alles vorlesen. Könnt ihr ja stoppen und euch das durchlesen, was sich alles geändert hat. Genau, so das war's. So, dann starten wir das Spiel. Ich werde aber mit meinem Main-Charakter weitermachen, nicht mit meiner Zweitcharaktere, mit denen ich euch eigentlich sozusagen die Story näher gebracht habe, sondern ich werde gleich mit meinem Hauptcharakter weitermachen und da die Story sozusagen fortführen. Oh, Charakter können wir bearbeiten. Ah, machen wir noch nicht. So, los geht es. Oh, okay. Ja, ich mache als erstes nur eine eigene Jagdgruppe auf. Das sollten die Leute nicht dazu joinen, außer mein Bruder halt. Den werde ich dann dazu einladen. Somit sehen wir sich gleich, wenn ich im Spiel drinnen bin. So, da sind wir. Die Ladezeiten sind ja eher ein Wahnsinn. Habe ich aber auch schon gehört, dass die enorm groß sind. Gut. Tutorial: Monster Hunter World Iceborne. Eine große Expedition steht bevor. Im uralten Wald wurde eine Legiana gesichtet. Sprich mit dem energischen Fünfer nahe des Haupttors von Astera und starte eine neue Untersuchung. Alles klar. Dann machen wir das mal. Sehr gut, Sherlock. Gut, Anmeldebonus. Was bekommen wir denn? Wow, Bitterkäfer. Goldener Vivianer-Druck. Nice. Und noch mehr. Oh, das finde ich cool. Das ist zum Beispiel auch schon wieder eine Neuerung. Wir können jetzt direkt auf den PlayStation Store zugreifen beim Anmeldebonus. Eventzeitplan können wir reinschauen, wann das nächste Event startet oder was es vielleicht sein wird.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dann eine Internetseite öffnet. Somit drücke ich jetzt nicht drauf. Aber ihr könnt es ja mal selber ausprobieren. Ja, dann schließen. Gut, da ist unser Schweinchen. Ich wollte eigentlich noch das umändern. So, wir sind sich gleich, wenn ich mit dem Fünfer spreche, weil ich werde noch ein paar Änderungen vornehmen. So Leute, da sind wir wieder. Ja, danke schön, danke schön. Zu freundlich, zu freundlich. Ja, so sehe ich aus. Ohne einen Skin. Und ich werde mit dem Großschwert starten, weil ich habe die meisten, die was halt das jetzt Let's Play haben, habe ich gesehen, haben mit dem Hammer angefangen. Dann haben sie angefangen mit der Energieklinge, glaube ich, war das. Und ja, da ich mal halt überlegt, so ja, werden wir mit dem Großschwert starten. Gut, dann reden wir mal mit einem energischen Fünfer. Jo, energische Fünfer, natürlich wusste ich, dass du auftauchst. Es liegt was Spannendes in der Luft. Du und deine Wildexpertin folgen dem Geruch zur Quelle. Naja, wie dem auch sei, wir haben gehört, dass eine Legiana im uralten Wald gesichtet wurde. Die sind noch nie zuvor außerhalb des Korallenhochlands aufgetaucht. Willst du dir das mal ansehen? Irgendwas geht da vor sich in dem Wald. Ich wette mit dir um ein Abendessen, dass das kein Zufall ist. Sprich mit den energischen Fünfer und begib dich zum uralten Wald, um mit Monster Hunter World Iceborne zu beginnen. Ja. Bist du bereit? Dann lass uns zum uralten Wald aufbrechen. Möchtest du dich auf die Expedition in den uralten Wald begeben? Ja, natürlich. Ja, dann mal los. So, dann sehen wir uns im uralten Wald. Bis gleich. Jo. So, ich werde den Ton aber noch ein bisschen lauter stellen. Weil vor euch wird das wahrscheinlich zu leise sein. Komm, alles auf hoch, los geht's. So, dann folgen wir mal der Wildexpertin. Ui. Nö, ist alles cool hier. Du bist seltsam. Noch eine Spur. Alles klar. Die labert und labert. Halt doch mal die Luft an. Ja, Sherlock, ist mir schon aufgefallen. Da, eine Kerbe. Guck dir das an. Töten. Einfach nur töten.
Das ist mein Grund. Ich wollte einfach nur Monster töten. Tod, Hass, Verderben. So, Cutscene. Auch hier sind Legianer-Spuren. Hörst du das? Ist das der Wind? Nein, ist es nicht. Singt da jemand? Monster Hunter World Iceborne. Jo. Ein Schwarm Legianer verließ den uralten Wald und flog über das offene Meer. Dies markierte den Beginn eines neuen Kapitels der Bestrebung der Forschungskommission. Alles klar. So, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und das war schon mal eins von den neuen Monster. Wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein. Begegnet man aber sehr spät, habe ich gehört. Weil eins kann ich euch auf jeden Fall versprechen, das DLC lohnt sich zu 100%. Damals fand ich zum Beispiel von The Witcher 3 das Blood and Wine DLC ist schon sehr groß und richtig spannend aufgebaut. Aber das übertrifft wirklich alles. Es ist so groß wie das Hauptspiel und danach kommen noch zig andere tausend Sachen dazu. So. Hören wir mal dazu. So. Inzwischen wissen wohl alle hier, dass die Legianer in Scharen die neue Welt verlassen und auf die offene See hinausfliegen. Analytikleiter, wenn ich bitten darf. Gerne. Zunächst einmal. Als Spezies sind die Legianer weder für Langstreckenmigration noch für das Verlassen ihres Primärhabitats bekannt. Warum sie mit der Überquerung des Ozeans begonnen haben, ist ein ökologisches Mysterium. Entweder hat etwas begonnen, die biologische Natur der Legianer zu beeinflussen, oder sie wurden von einer Änderung in ihrem Habitat vertrieben, einer Anomalie, die sie zur Migration jenseits der See genötigt hat. Jenseits der See, ha? Huh? Kommandant? Nur eine Art Déjà-vu. Nun, Ideen? Ha! Ist die Frage wirklich nötig? Ich kann in Ihren Augen sehen, dass Sie bereits eine Entscheidung getroffen haben. Sie sind nicht allein, Kommandant. Ich glaube, wir sind es alle leid, einer Routine verfallen zu sein. Gut. Dann befehle ich hiermit, alle Ressourcen auf die Untersuchung des Legianer-Mysteriums zu konzentrieren. Mit sofortiger Wirkung. Jetzt wird's interessant! So, ich habe mich kurz stumm geschalten.
Das Lustige, also ich habe jetzt kurz kichern müssen, weil der Technikchef hat letztes Mal bei dem Hauptspiel hat er auch nur gesagt, jetzt wird's interessant. Na gut, hören wir weiter zu. Kommandant, wenn wir den ziehenden Legianer folgen, dürften wir einen Ort zum Landen finden. Vielleicht sogar eine neue Insel. Wir reisen also per Schiff. Oder besser... Etwas mit mehr Stimulation? Flugreisen sind schließlich unsere Spezialität. Ja, mit Hilfe des Luftschiffs der dritten Flotte könnten wir den besten Landeort finden. Und wir könnten uns eine gute Übersicht verschaffen. Das ist also beschlossen. Ich entscheide, wer mitkommt. Aber du musst hierbleiben und auf alle aufpassen. Ich brauche Leute aus den Bereichen Versorgung und Technik. Wir benötigen eure Hilfe, um eine vorgeschobene Operationsbasis aufzubauen. Und ihr beide, richtet eure Flotte aus, sich bereit zu machen. Wenn eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, versammelt euch zum Rat. Wir wissen nicht, was uns da draußen erwartet. Aber das ist kein Grund zu zaudern. Wie der sterngeleitete Jugendliche müssen wir immer alles geben. Viel Glück, Leute. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Also gut, wegtreten. Ja, ich werde euch den Weg erhellen, weil ich bin ja der Saphirstern. So. Der Meisterrang wurde freigeschaltet. Meisterrang 1. Ja. Der Meisterrang MR wurde freigeschaltet. Du treibst die Geschichte von Monster Hunter World Iceborne voran, indem du Meisterrang-Quests und Expeditionen abschließt, wodurch du im Gegenzug deinen Meisterrang erhöhst. Mit steigendem Meisterrang schaltest du nach und nach neue Quests frei, die dich vor immer größeren Herausforderungen stellen. Deine Jägerrang JR-Begrenzung wurde aufgehoben. Die folgenden Aufgaben, die deinen Jägerrang begrenzten, wurden als abgeschlossen markiert. 9 Sterne jenseits der explosiven Schuppen, 9 Sterne Kampfgetöse im Hochland. Okay. Hinweis, es wurden neue optionale Quests hinzugefügt, die dieselben Inhalte haben wie diese beiden Quests. Du findest sie in der Kategorie niedrigrangig, hochrangig in der Liste der optionalen Quests. Alles klar. Mach ich sofort. So. Dann reden wir mal. Hallo, Herr Kommandant. Okay. Es ist fast so weit, das Luftschiff wartet auf dich. Schwer zu sagen, was du dort draußen finden wirst. Vielleicht ein anderes, unentdecktes Gebiet in der neuen Welt. Was auch immer es ist, unsere Aufgabe, das herauszufinden. Wenn du noch nicht loslegen möchtest, ist noch Zeit, dich vorzubereiten. Sprich mich an, wenn du dir sicher bist. Ja, ich bin mir sicher. Gut, dann auf zum Luftschiff. Möchtest du an Bord des Luftschiffs der dritten Flotte gehen? Ja! Leg los. Möge der Saphirstern deinen Weg erhellen. Warum redet er von dritter Person? Von mir? Okay, alles klar. Zogen in die gleiche Richtung wie die Legianer. Der Wind ging Richtung Nordwesten an dem Tag, also... Hey! Vorbereitet. Günstiger Wind, wie auf dem Banner der Fünften. Glück ist uns heut. Ja, ich kann kaum erwarten, loszulegen. Schon was entdeckt? Ich kann
kann in diesem Nebel nichts sehen. Wir sind nicht den ganzen Weg umsonst gekommen. Wir müssen weitersuchen. Hey, Legiana, ha? Und wir wissen nicht, wohin sie ziehen? Hab ein Gerücht über eine Insel gehört. Ja? Das wird ziemlich aufregend, hä? Schau! Eine Insel? Die Strömungen werden stärker. Gut festhalten. Ja! Formieren. Ihr beide, geht rein. Gehen wir. Du voraus. Wir suchen einen Landeplatz für das Schiff. Alles klar. Ja, und falls euch fragt, was das kleine Tier da ist, das ist meine Katze. Es hat halt noch den Final Fantasy Skin halt an. Das habe ich vergessen zu wechseln. Aber vielleicht wird sich das jetzt automatisch wechseln. Lass uns ein Lager aufschlagen, bevor wir erfrieren. Ja, dann mach. Ran an die Arbeit. Wie sie da zittert und so, ah, kalt und ich, ja, juckt mich nicht. Gut. Tutorial. Du hast das Schreckenswolf-Dekor-Rüstungsset erhalten. Du hast jetzt das Schreckenswolf, also, ja, okay, da steht's nochmal, gut. Keine Sorge, deine Rüstungseffekte und Fähigkeiten sind immer noch die gleichen wie zu Beginn der Untersuchung. Dekorrüstungsteile haben keine besonderen Eigenschaften, sie werden einfach über den normalen Rüstungsteilen getragen und verändern dein Aussehen. Um Dekorrüstungsteile auszuwechseln, wähle in deiner Objektruhe Dekorrüstungen. Trägst du ein komplettes Rüstungsset, musst du dieses erst entfernen, bevor du deine Dekorrüstung wechseln kannst. Alles klar. So. Ja, unsere Katze hat auch den Skin gewechselt. Ja, was ist los? Heißt Schnupfen? Oh, armes Kätzchen. Vorwärtskiste hat's nichts reingeben. Toll. Pass auf, und sie hat's. Ja. Ja, ja. Du bist ein Sherlock, wirklich. Oh, Pfefferschote. Das ist eine neue Pflanze. Heißgetränk. Trinke ich einmal eins. So. Weil ihr habt das vielleicht links oben gesehen. Schnauze. Ihr habt das vielleicht oben links gesehen, dass zwei Pfeile halt nach unten zeigen. Das heißt, ihr verliert sehr schnell die Ausdauer wegen der Kälte.
So, Steine nehme ich mir auch gleich mal mit. Weil ich habe so eine schlechte Vorahnung. Was ist da? Oh. Ein Secret. Dämmerung, Dämmergrasknospen, eine Pflanze mit Heilwirkung mit der Götterkäfer kombiniert, entfaltet sich volles Potenzial. Aha, und da ist auch gleich noch ein Götterkäfer. Ja, aber es wird nichts hergestellt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oi. Die Tobikatachi Fliegviecher. So. Sieht aber schon alles cool aus. Ah, das fette Viech ist ein Pepe, okay. Ich dachte mir so, was meint die jetzt da? Okay. Ist noch frisch, obwohl alte Fußspur steht. Ja, wohin? Oh, eine Kerbe. Noch eine Fußspur. Noch mehr Pfefferschoten. Oh, die Fußspur war aber von einem unbekannten Monster. Nee, kein Jiroa-Dodos. Schleifspuren. Okay. Und Kraut. Noch eine Fußspur. Pfefferschoten. Gleich mal schön alles hier weglooten. Oh, Cutscene. Oh, ein Hai. Ein Schneehai. Beotodus. Ah! Hilfe! Hilfe! Ich habe ja noch nicht einmal was gegessen. Alles klar. Lol, da bringt mich dieses Vogelfiech um.
So Leute, ich werde aber jetzt kurz von der Quest zurückkehren und ich werde das Ganze mit dem Marvin dann gleich starten. Also alles klar, dann bis gleich. So. So Leute, da sind wir. Ich werde jetzt die Aufgabe starten. Marvin ist jetzt auch am Start. Hallo Leute. Gut, dann werde ich gleich einmal einen Gutschein verwenden. Du hast ihn schon bekämpft, gell? Ja. Und wie würdest du ihn einstufen? Schwierig? Geht so? Geht so. Alles klar. So, Objekte. Dann nehme ich gleich mal die Heilung. Ja, kleinen Moment. Heißgetränke. Wo habe ich denn die? Ah, da. So. Gut. Gruppe, wie geht denn das nochmal? Da einen Freund einladen. So, Einladung ist raus. Kann da mal mit den Leuten hier reden. Ich habe gehört, dass du einen sehr kalten Ort gefunden hast. Ich habe da eine Idee, zwei Dekorationen, die dir nützlich sein könnten. Aber zum Herstellen brauche ich Hilfe von den ersten Vivianern. Leider erlaubt mir der Kommandant nicht draußen nach einem zu suchen. Er meint, er sei zu gefährlich und da hat er sich sicher recht. Könnte ich dich vielleicht um Hilfe bitten? Ich habe zwei Quests vorgelegt, mit denen der Bereich vorerst gesichert werden könnte. Sie heißen Der große Jagdras kehrt zurück und Schlammschlacht. Sobald ich mit meinem ersten Vivianer geredet habe, kann ich die Dekorationen herstellen und dann freue ich mich, sie dir zu geben. Alles klar, da kriegen wir schon mal die ersten Meisterrang-Quests. So, kommst du schon in die Sitzung, oder? Ladet noch. Ja, die Ladezeiten sind im Wahnsinn. So, was will der Kommandant von mir? Ich habe von deiner Wildexpertin erfahren, dass bei diesen Legianer ein weiteres Monster gesichtet wurde. Schade, dass es so, zu weit weg war, um etwas zu erkennen, aber das sind sie... Was? Aber das sind trotzdem wichtige Neuigkeiten. Da es sich durch die Luft bewegt hat, handelt es sich vermutlich um eine Art Flugwirbeln, aber... Naja, es ist wohl noch zu früh, um etwas mit Sicherheit sagen zu können. Wie dem auch sei, wir haben uns um Wichtigeres zu kümmern. Alles klar. So. So, alles klar, Marvin ist jetzt auch startklar. Dann sehen wir sich gleich, wenn wir in der neuen Welt, da sind wir in diesem Schneegebiet. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich muss davor aber noch was futtern. Marvin läuft schon voraus. Was, da kann man nicht futtern? Ah, oh ja, da. Boah, huh. So, wir nehmen das Chefkochgericht. Das wird schon passen. Und gucken sich gleich einmal die neue Animation an. Lecker Schmecker. So. Alles klar. Dann werde ich gleich ein Heißgetränk schlürfen. Wenn ich es finden sollte. Da. So. Und los geht es. Nehmen wir gleich mal wieder Pfefferschoten mit. Weil mir scheint das, als wäre es in diesem Gebiet sehr wichtig, dass man ein Heißgetränk hat. So. Der war links oben, oder? Mhm. So eine alte Fußspur, noch eine alte Fußspur.
Ja, schmeckt nach Peododos. Schneeloch. Okay, der ist da hinten. Ah ja, ein Pepe kann man auch töten, da kriegt man auch Materialien. Bam. Da kriegt man nämlich rohes Fleisch aus dem Pepe raus und Pelz. Genau, feiner Pelz und rohes Fleisch. Und was ihr auch machen könnt jetzt bei einem DLC, ihr könnt auf so ein Pepe auch reiten. Beziehungsweise auf alle so kleine Tiere, so Gyros oder so kleine Jagras. Hey, hey, weigere dich nicht. Hallo? Oh, eine Trophäe, erster Ritt. Und ihr könnt halt natürlich auch Spuren sammeln, während ihr reitet auf den Pepe. So. Bam. Au. Alles klar. Oh oh. Au. Ich bin jetzt schon betäubt. So, dann trinken wir mal was. Lebenskraftmantel. So. Oh. Oh, du hast ihn gemountet. Oder auch nicht. Wow. Was macht deine Katze? Achso, du setzt die Klappenmaklau eins. Stimmt, das könnte ich auch machen. Ah, okay. Wow. Okay. Bam. Ah, cool. Also man kann ihn verwunden und dann kann man Schwachstellen daraus machen anscheinend. Ich muss wieder in das Spiel reinkommen, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Oh oh. Ist gebrochen. Bam. Oh oh. Da hat er einen Free Wille gemacht. Okay. Oh oh. Puh. Habt ihr den Dodge gesehen, Leute? Bam. Oh, 500 Damage. Ich muss mal wieder was trinken. Ist aber auch ziemlich flott unterwegs. Oha, was ist das da hinten? Lol, ein Bambaro. Ist auch eins der neuen Tiere. Pestwurzel, was ist das? Ja, Loot.
Ah, das ist so wie die Fossilien und so, die was gesammelt hast, so Wertobjekte, beziehungsweise Kontoobjekte, so für Mahlzeiten und sowas. Oh. Ja, wie soll ich die Beine angreifen, wenn die unter Schnee sind? Sherlock. Ich würde ihn aber allerdings gerne fangen im Biododos. Vielleicht so wie beim normalen Teil, wenn man die Monster gefangen hat, kriegt man halt ja diese Arena-Quest. Und die will ich gleich auch gleich mit freischalten. Ui. Ah, weh. Sagt jedes Mal, die Beine soll man angreifen, wenn der unterm Schnee ist. Oh, ein Kyrobeutel. Jawohl, Nullbären. Weil mit den Nullbären könnte er, zack, der Eisbeiß wegmachen. Oh. Das habe ich gerade gemerkt. Oh oh. Lebensretter, schnell. Nein! Steck die Waffe weg. Puh. Ein Lebensrettermantel, den bekommt man halt, wenn man Lunastra besiegt hat. Aber den haben sie eh schon angepasst, dass er weniger aushaltet. Also man kann nicht jetzt die ganze Zeit ausweichen. Vielleicht so 4-5 Mal und das war's. Ihr seht eh, wie schnell es weggeht. Ich bin jetzt zweimal gerade mal ausgewichen und bin bei der Hälfte. Ach komm schon. Oh, ich habe ihn. Ja, ich dachte doch nicht. Ich dachte, ich habe ihn umgeworfen. Oh. Ja, drittes Mal ausgewichen und ich habe keine Ding mehr. Kein Mantel mehr. Ah. Postkarte. So, er nervt mich ein wenig. Er soll mal ruhig bleiben. Bam. Okay, ich muss wieder eine Nullbeere essen. Nee, du bleibst hier. Hä? So, weil er unter der Erde ist wahrscheinlich. Gut, dann schleifen wir mal. Die Kälte kann deine Ausdauer beeinflussen. Perfekter Moment für ein nettes, heißes Getränk. Okay, das bleibt nicht für immer aktiv. Alles klar. Dann trinken wir halt noch ein Kaltgetränk. So. Oh. Hi. Bambaro. Revierkampf.
Bam. Oha, 2000 Damage. Und Bambaro, gib ihn. Gib ihn. Ui. Sehr schön. Und nicht vergessen, die Beine zu attackieren. Ach man. Jetzt wechseln beide die Orte, ja. So. Oh, da ist noch eine Bambara-Spur. Ja, Lebenskraftmantel kann ist wieder aktiv. So. Achso, der ist gar nicht in das Gebiet. Okay. Oh. Der kleine Vulk. Ein Dachs-ähnliches Viech. So. Natürlich. Ah, ich wollte den gerade mounten. Oh, er hat gleich zweimal getroppt. Das heißt, wir können ihn gleich fangen. Ja, wir können ihn schon fangen. Ja! Sehr beängstigend. Er schläft mit offenen Augen. Guck ihn an. Puh, aber so einfach war er auch nicht. Eher nervig. Mal hier aus geht. Oha. Ich habe gleich zweimal großen Vivant Edelstein bekommen. Krass. Wertermittlung. Ein Resistor Edelstein. Alles klar. Meisterrang 2. Forschungspunkte für Beodolus. Ah ja, genau, Palico und Gadget können jetzt auch höher kommen. Arena Quest haben wir jetzt bekommen. Lagerplatz der Objektruhe wurde erweitert. Und durch erlesene Pestwurz haben wir Pestbier bekommen. Alles klar. Lebensretter, Lebensretter. Lol, den Titel kann man jetzt zweimal haben. Ist auch okay. Gute Arbeit. Die Basis wächst und gedeiht.
Die Legianer sind hier? Ja, wir fanden Spuren, ganz zweifellos. Wir müssen diese Untersuchung intensivieren. Davor stellen wir unser Basislager fertig. Versammelt euch zum Rat. Wir müssen einiges besprechen. Jawohl. Aufregend. Es ist eiskalt. Es ist eiskalt. Ja. Lasst mich euch erneut für eure gute Arbeit bei der Erkundung danken. Der Ort, den ihr gefunden habt, ist perfekt. Ihr beide habt euch selbst übertroffen. Ja, das ist auf jeden Fall die neue Basis. Und jetzt lasse ich ihn kurz fertig hin, bis ich halt was dazu äußere. Da die Grundlagenarbeit erledigt ist, müssen wir unsere Verteidigung sichern, bevor wir die Legianeruntersuchung intensivieren. Ich habe schon eine Eilanfrage für Baumaterial nach Astera geschickt. Der Transport wird in ein paar Tagen bereit sein, hierher zu segeln. Aber natürlich haben wir es hier mit unerkundetem Gebiet zu tun. Und es gibt keine Garantie, dass der Transport nach der Anlandung einen sicheren Weg finden wird. Der Landepunkt ist ziemlich weit von der vorgeschobenen Operationsbasis entfernt. Deshalb möchte ich, dass du die Umgebung untersuchst. Vorgeschobene Operationsbasis und die Umgebung. Das klingt irgendwie nicht besonders prägnant. Mal sehen. Wie wäre es, wenn wir diese Basis Seliana nennen? Und die Umgebung nennen wir Raureifweite. Seliana? Das ist ein wunderbarer Name, Kommandant. Gut. Dann möchte ich, dass ihr beide eine Expedition in die Raureifweite unternehmt und dafür sorgt, dass der Weg sicher ist. Ich vertraue darauf, dass ihr euch um mögliche Bedrohungen da draußen kümmert. Das ist außerdem eine gute Gelegenheit, euch mit dem Gebiet vertraut zu sein. Vorsichtig, vergesst nicht eure Kaltwetterausrüstung. Viel Glück da draußen. Dankeschön. Ja, wir sind im neuen Gebiet. Neue Stadt. Seliana. Aber krass, wie ihnen das einfach so spontan einfällt. Ja, wie wäre es mit Seliana und mit der Raureifweite? Ja, die Stadt, der Stadtname passend würde ich nicht sagen, finde ich aber cool. Und ja, aber bevor wir sich zur Raureifweite begeben, das werden wir nicht nächstes Mal machen, möchte ich mich verabschieden und dann ein großes Dankeschön an Marvin ausrichten. Danke, dass du dabei warst. Bitte. Und ja, dann hätte ich gesagt, sehen wir sich beim nächsten Mal wieder. Oh. Ciao, Leute. Moment, Moment, Moment. Geste. Winken. Ciao.